An den Stränden von Rio de Janeiro trifft man ihn nicht. Dabei hat er gar nicht weit von hier sein Büro. Der Mann, von dem das Magazin Forbes behauptet, er sei der achtreichste der Welt, Eike Batista, Gründer und Chef des Konzerns EBX. Brasilien wird die fünft, wenn nicht die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sein. Das steht fest. Wann? 2015. Und ich werde dann, für mich ist es eher ein Spaß, der reichste Mann der Welt sein. Ganz einfach wegen meiner Baumaßnahmen. Und das zeigt er gern. Lässt Investoren und Journalisten im Firmenhubschrauber 200 Kilometer Richtung Norden fliegen. Zu seiner wichtigsten Baustelle. Der über 3 Kilometer lange Pier ist fast fertig. Hier baut Batista den Megahafen Açu. Vor allem effizient soll er sein, sagt der Unternehmer, dessen Mutter Deutsche ist. Das Konzept, also wir haben hier riesen Eisenerzminen, ja, im Hintergrund. Das ist ein Logistikbusiness, weil ohne Logistik kann man das nicht nach China bringen. Also Riesenminen hier und Riesenölfunde hier, direkt vor diesem Komplex, ne? 85% der brasilianischen Ölproduktion ist direkt, also ein 150 Kilometer Radius von mir. Also das ist unglaublich, also direkt nebenan. Glück. Glück? Eigentlich überlässt der 55-Jährige nichts dem Zufall. Vor 4 Jahren hat er hier mit dem Bau begonnen, weil Brasiliens boomende Wirtschaft einen modernen Hafen braucht. Und weil er selbst Eisenerzminen besitzt, wollte er den Export seiner Bodenschätze selbst regeln. Dann entdeckte er vor der Küste gigantische Ölvorkommen. Allein hier in Campos haben wir 5 Milliarden Barrel Öl. Das sind eine halbe Billion Dollar. Wir produzieren Öl für 16, in den ersten 5 Jahren sogar nur für 12 Dollar pro Barrel. Ich glaube nicht, dass der Ölpreis auf 12 Dollar fallen wird. Jetzt liegt er bei 110 Dollar. Vielleicht fällt er mal auf 90. Sorry. Im Besucherzentrum auf der Baustelle lässt er zeigen, was er sonst noch alles plant. Hier sollen nicht nur Schiffe anlegen, sondern auch gebaut werden. Mit Stahl aus einem Werk, das er gemeinsam mit dem chinesischen Konzern Visco betreiben wird. Und für den Energiebedarf plant er eigene Kraftwerke. Würde der Hafen nicht mir gehören, würde mir der Hafenbesitzer die Hälfte meines Profits abnehmen. Das ganze System sollte dir gehören, wenn du nicht auf deine Gewinne verzichten willst. Besonders in diesem Big Business, in diesem großen Geschäft, kontrollierst du besser das ganze System. Der Börsenwert seines Konzerns ist zuletzt um 814% gestiegen. Jetzt investiert EBX hier fast 2 Milliarden Euro. Açu soll der größte Hafen Lateinamerikas werden. Hier sollen später mal 50.000 Menschen arbeiten und schon nächstes Jahr die ersten Schiffe anlegen. Danach möchte ich in Brasilien Krankenhäuser, Schulen und Universitäten bauen. Denn Brasilien hatte zwischen 1980 und 1997 eine sehr schwere Zeit. Wir haben das erlebt, was Europa gerade durchmacht. Europe is going through now. Die Euro-Krise bekommt der Milliardär auch in Rio zu spüren. Gott sei Dank stecken Amerika und Europa in der Krise. Deshalb hat der spanische Baukonzern Acciona mit uns gerade einen Vertrag über eine halbe Milliarde Euro abgeschlossen. Italienische und portugiesische Baufirmen kommen und ihre Ingenieure, die lieben Brasilien. Das ist richtig gut für uns. Denn eins der größten Probleme Brasiliens ist, dass wir bald Vollbeschäftigung haben. Wir haben Probleme, Fachkräfte zu finden. Batista war mal Weltmeister im Speedboat-Rennen. Er liebt Geschwindigkeit, ist aber geschäftlich auch schon mal auf die Nase gefallen. Mit 22 Milliarden Euro Vermögen unterm Kopfkissen kann er jetzt gut schlafen.